Unter dem Scheibenwischer findet der Inspektor dort einen zweiten, aus Druckbuchstaben zusammengesetzten Brief, in welchem ihm der geheimnisvolle Henry aus dem Jenseits den Rat gibt, den Glockenturm nicht mehr zu betreten, da man sonst auch ihn dort bald ohne Gesicht finden werde. Als Butler Haycox diesen Brief sieht, erinnert er sich, dass er im Teufelsmoor eine alte Kartentasche gesehen hat, die vollgestopft war mit unausgefüllten Sterbeurkunden, aus denen einzelne Druckbuchstaben ausgeschnitten waren. Da Inspektor McFeverham hofft, durch diese Kartentasche den ersten konkreten Hinweis auf den anonymen Briefschreiber bzw. den Glockenmörder zu bekommen, wagt er sich noch während der Nacht mit dem Butler ins Teufelsmoor, wo er nach einigen lebensgefährlichen Abenteuern auch die Kartentasche mit den Sterbeurkunden tatsächlich findet. Durch zwei eingebrannte Namen entdeckt er, dass diese Tasche zunächst einem gewissen Henry Fenton und dann Emery Lasters gehört haben muss. Der Butler Haycox erzählt ihm daraufhin, dass Henry Fenton der Elektroingenieur war, der vor einigen Jahren das Geläut im Glockenturm installierte, wobei er durch einen elektrischen Schlag ums Leben kam.